Kultur, okay? Ja. Nun spiel ich schon seit 30 Jahren auf vielen Bühnen rum und mache vor Veranstaltern meinen Rücken krumm. Bitte, bitte lass mich spielen, gib mir einen Slot. Ganz ehrlich, Natascha, mit diesem Style wirst du nie zu einem Bühnengott. Göttin. Ja, musst du aber auch Slöttin singen. Schau mal, was die Kollegen machen. Jeder kennt Barbaras Rhabarbaba. Unser Nachbar ist inzwischen Superstar. Bodo Wartke. Der ist immer auf Reise, weil er gesegnet ist mit reichlich Kleinkunstpreisen. Und die brauchen wir auch. Was doch nur für Profis. Ach, Natascha. Pack mal die Flöte weg. Dann machen wir jetzt musikalisch mal hier einen Cut und legen neu los. Ein fluffiger Bass, ein grooviger Beat und jetzt kommt das Gewinnerlied. Ein Schaf, ein Stichling oder Stier, irgend so ein lustiges Tier. Ein Besen, eine Pfanne, ein Beil, irgend so ein Haushaltsteil, damit gingen wir dann steil. Das ist geil. Damit gingen wir dann steil. Total geil. Steil nach oben mit unserer Karriere. Ich sehe da überhaupt keine Barriere. Du? Nö. Reinheimer Löwe, Tutlinger Krähe. Immer her mit so einer tierischen Trophäe. Lüdenscheider Lüsterklemme, Hamburger Pokal. Preisgewinnen wird für uns zum Ritual. Ob buschelig, kugelig, spitz oder oval. Der kommt in unser noch leeres Preisregal. Schau, das Regal hab ich dabei schon mal. Es ist klein und bescheiden. So sind wir nun einmal. Hier wird nicht mehr abgereist ohne einen Kleinkunstpreis. Wir streiken, wir fordern, wir kleben uns fest, damit man uns endlich mal gewinnen lässt. Genialität, Charme und Fleiß ist der Preis bei uns geradezu eingepreist. Oh, Schmeiß mit Reis, Schmeiß mit Reis, wir gewinnen jeden Kleinkunstpreis. Scheinbar noch fehlt, ist der Bezug zur Realität. Es ist wirklich vertan. 30 Jahre Kleinkunst. Immer noch nicht im Regal. Ich will kein Gold, keine Juwelen, keine Pelze. Ich will einen Preis. Wie was Welziger Bachstelze. Ja. Egal von welchem Gremium, ob Jury oder Publikum. Lass uns am Glücksrad drehen. Neue Wege finden. Wir könnten uns doch selbst Lorbeerkränze winden. Yeah. Beatboxen auf der Toilette. Oh,
mit diesem Preis geht es mir gleich viel besser. Ja, du bist so anerkannt. Die Zukunft kann kommen.